So, dann würde ich sagen, wir huschen einfach mal rauf und vernichten mal den zweiten Boss. Ich bin jetzt mal gespannt, weil wir ja jetzt jede Menge neue Knarren einfach haben, die viel, 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 viel stärker sind. Da bin ich jetzt mal gespannt. Piu! Ach ja, genau. Oh Gott, ich wollte gucken, wo ich Reparaturzeug herkriege. So, was haben wir hier? Wir sind da. Da ist die Quest und hier sind Trümmer. Geh weg. Da sind nochmal Trümmer, die schnambulieren wir für uns direkt. Vorausgesetzt, wir kriegen das Auto gewendet. Kommst du hier denn hoch? No! Ich fühle da immer richtig mit. Uff. Oh, guck mal, jetzt habe ich 18 Reparatur. Hä? Ich verstehe das manchmal. Ich verstehe das nicht. Hui! Yay! Wir fahren überall rum, nur nicht dahin, wo wir hin sollen oder wo ich hin will. Voll der Grashüpfer, den hätte man nicht Marco, sondern Grashüpfer nennen sollen. Oder Planetenhüpfer, irgendwie sowas. Hui. 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 stopp. Da liegt's. Uff. Starte manuelles Kurzschließen. Ach, komm. Ach, ist das... Hallo? Jetzt lass mich doch mal. Ah. Krass. Das war's? So. Da drüben. So, weiter geht's. Erstmal speichern. Ne? Nicht, dass ich so rein zufällig vom Berg falle und dann erstmal das Auto im Arsch ist. Ich hoffe, das passiert nicht. Das wäre bitter. Gerade weil man hier wirklich über Stock und Stein fahren kann einfach. Ja, wobei Stöcke hier, glaube ich, eher weniger existieren, schätze ich. Hui! Gefahrenstufe 2 sogar schon. Hier scheint echt ein eisiger, ein richtig böser eisiger Wind zu sein. Ach guck, das sind schon die ersten. Und natürlich hinter diesem Mordsberg, ne? Ist ja klar. Warum auch nicht? So, wir suchen uns mal einen Zugang und ich glaube, das sind Schussanlagen. Das könnten Schussanlagen sein. Hä, ist das da oben? Ich glaube, das ist auf dem Berg oben. Hä? Ja, jetzt dreh dich doch mal rum, du dämliches Auto. Das ist wirklich auf dem Berg da oben. Wie soll ich denn da hochkommen? Bäh. Da muss es doch irgendwie so ein Zufahrtsding geben. So, das war mal ein schwerer Allianzturm. Ich weiß jetzt leider nicht, wo da der Eingang ist.
Ich muss mich erstmal orientieren, wo denn hier jetzt der Eingang sein könnte. So, darf ich? Ja. Das nicht. Ach, Gebäude betreten. So, nochmal speichern. Ah, da vorne sind schon die ersten Feinde. Oh Gott, die können hier von weiten Seiten kommen. Ich glaube, ich muss da entlang. Darf ich nochmal? Ja, ich darf nochmal. Danke. Was war das? Aua. Ich mache ich fertig. Ich bin dran. Ich mache ich fertig. Aua. Ich mache ich fertig. Oh, Entschuldigung. Was ist denn, hä? Was ist denn mit der Knarre bitte los? Die hing irgendwie gerade. Ich mache es fertig. Ich bin dran. Ja, und wie du dran bist. Ich mache es fertig. Ja, toll. Hast du gut getroffen. Yeah, Stufenaufstieg. Moment. Hallo, jetzt geh doch mal. Hallo, jetzt geh doch mal raus hier. Sturmpanzerung hier. Ach, ich hab nur zwei. Ich hab zwei Stufen verpasst. Da ist immer noch einer. Yay, yeah, Gangsterboss. Woo. Ciao, mein Lieber. Sehr gut. Speichern. Sehr gut. Wir erkunden hier jetzt noch und dann ist Feierabend. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass die gute Frau, wo uns am dritten Punkt erwartet, dass sie auch nicht mehr so ganz freundlich gesonnen ist, habe ich so den Eindruck. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wirklich eine Falle ist von deren. Kamen wir daher? Nö, ich glaube nicht. Sehr schön. Ich finde mir noch was Schickes. Was fehlerhaftes Objekt. Gesicherte Kiste. Schnell. Was haben wir denn hier? Medizin. Und nochmal Medizin. Sehr gut, sehr gut. Was ist das? Technik-Kit. Ach stimmt, diese Upgrades hatten wir ja auch noch. Hä? Ich dachte, das wäre was zum Laufen. Scheinbar nicht. Ein User-Kit. Hat der eigentlich unendlich Tragekapazität oder geht dem irgendwann auch mal das Ding kaputt. Der Rucksack, dass der irgendwann mal voll ist. Oh, ich dachte, das wäre Medizin. Das hätte man doch auch mitnehmen können. Gut, das war's, glaube ich. Damit können wir wieder zurück. Mm-hmm.
ja, stimmt. Jetzt muss ich ja auch wieder zu meinem Auto finden. So, und ab nach Hause. So, und jetzt zur dritten Koordinate. Und die ist wo? Begeben Sie sich zum Pferdekopfnebel und nehmen Sie dort Ihre Belohnung entgegen. Der Pferdekopfnebel im Fortuna-System. Der Pferdekopfnebel im Fortuna-System. Gut, dann raus, raus, raus. Pferdekopfnebel. Pax. Strenus. Fortuna hier. So, da bin ich mal gespannt. Maganlis, Amarantine, Terumlon und Ventania. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon waren. Über Ventania sind nur sehr wenige Fakten bekannt. Bei der Erforschung des Systems durch das Allianz-Forschungsschiff Coupé wurde nur eine einzige kleine unbemannte Sonde zur Erkundung dieser abgelegenen Welt eingesetzt. Ventania ist ein felsiger Eisplanet, dessen Atmosphäre Spuren von Krypton und Schwefeldioxid aufweist. Die detaillierten Untersuchungen der Normandie zeigen, dass die eisbedeckten Landschaften ein aussichtsreiches Minengebiet sein könnten. Der Planet scheint maßgeblich aus gefrorenem Wasser zu bestehen, aber Masseprüfungen deuten auf einen Planetenkern aus purem Aluminium hin. Terumlon. Oh, erkunden. Hier waren wir also noch nicht. Terumlon Terolum ist eine eiskalte Welt mit einer dicken Stickstoff-Argon-Atmosphäre. Die Oberflächenschicht besteht aus Silikaten und einigen Eisensorten, weist aber auch erstaunliche Vorkommen an Phosphaten auf. Da in der Atmosphäre kein Sauerstoff enthalten ist, sind die Phosphate vergleichsweise rein und könnten einigen Wert für die Hersteller von Düngerstoffen und Brandmunition darstellen. Ein kleines, aber wertvolles Vorkommen aus Plutonium. Was haben wir hier? Ach, Magnalis, da waren wir schon. Nee. Da. Maganlis ist eine terrestrische Felsenwelt mit einer Schwefeldioxid... Datenatmosphäre und ich sitze gerade auf meinem Kabel. Mit Spuren vom Helium. Bei Scans wurden die uralten Lavaebenen auf der Oberfläche entdeckt. Dies deutet auf eine geologisch aktive Vergangenheit hin. Die Oberflächenkruste besteht aus Schwefel und Basalt, aber die Masse des Planeten deutet auf einen Kern aus Eisen oder noch schwereren Stoffen hin. Oberflächliche Bohrproben lassen darauf schließen, dass die Existenz einer einfachen unterirdischen Lebensform durchaus möglich ist. Turianische Insignien gefunden. Juhu! So, dann haben wir noch Amarantine. Da müsste man jetzt landen können, genau. Amarantine ist eine kalte Felsenwelt mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Die gefrorene Oberfläche besteht zum großen Teil aus leichtem Titan und Aluminiumoxiden sowie Vorkommen von Thorium und anderen Schwermetallen, die sich tief in der Planetenkruste finden lassen. Amarantine erhielt seinen Namen von der menschlichen Dichterin Sophia Cabral, während sie ihren Dienst an Bord des Allianz-Forschungsschiffes Coupe ableistete. Unter dem Dämmerlicht des roten Zwerges Fortuna erscheint die Oberfläche des Planeten selbst am helllichten Tag in changiertem Blau und violetten Farben. Gut, da landen wir jetzt. Nehmen unsere Schnuckis wieder mit. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass das von derer einfach nur eine Falle ist und die uns jetzt abmurksen will, weil sie jetzt praktisch der Boss, der Oberboss praktisch ist. Ich habe jedenfalls nicht sonderlich gutes Gefühl hierbei, muss ich gestehen. Wir fahren als erstes alles normal ab, wie man es kennt. Was ist eigentlich das hier? Äh,
Hoch. Hoch. Da ist doch auch irgendwas, oder nicht? Was ist das? Ja, fahr noch drüber. Hä? Hier. Da. Iridium-Vorkommen. Sag mal, musst du alles dechiffrieren, oder was? Ein kleines Iridium-Vorkommen entdeckt. Oh, 3000 Geld. Credits, Entschuldigung. Also man kriegt tatsächlich Geld, wenn man da Sachen drauf entdeckt. Deswegen habe ich aktuell auch so viel wahrscheinlich. Ach, da hat er jetzt markiert, dass er hier schon was gefunden hat, scheinbar. Interessant. Gut, dann machen wir uns weiter auf den Weg. Ich finde es aber komisch, dass man es sogar dechiffriert, wenn man nach Mineralien sucht. Ist für mich ein bisschen unlogisch. Aber das ist wohl so dieses Grundminispiel einfach nur, um irgendwas zu bergen oder so. Überfahr mich nicht, Auto. Hier. Kurzes, ach, starte manuelles Kurzschließen. Ach so, ja, wie immer halt. Ah, nein, das war zu schnell. Alter. Nein! Drecksau! Ah, oh, jetzt muss ich wieder Gel machen. Oh, 216. Ist eh Blödsinn. Gucken wir mal. Ich mach nochmal. Reicht das? Ja. Wir verbrauchen 25 Gel und kriegen wahrscheinlich 25 Gel wieder. In der Hinsicht, dass wir die Waffen da mitnehmen. Gut. Hier. An der Wand entlang. Eben mal an der Wand lang. Ja, komm, geh um die Kurve, Junge. Wo fährst du denn schon wieder hin? Boah, diese Autosteuerung, ne? Aha! Oh Gott. Alter, dass denen da drin noch nicht schlecht geworden ist, ist echt ein Wunder. Was für eine Mondlandschaft hier. Oh. Oh Gott. Huh, geschafft. So, erstmal speichern. Da drüben liegt was. Ich habe trotzdem Angst, dass wieder so ein Wurm auftaucht. Was haben wir denn hier? Uralte Trümmer. Oh, schon wieder, Alter. Och, komm. Artefakt gefunden. Turianische Interessenten. Mhm. Turianische Insignien. Gut, jetzt können wir hier. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das eine eiskalte Falle einfach ist. Dass die Frau uns jetzt einfach umbringen will, weil wir als Zeuge wissen, was abgeht und die einfach die Herrscherin über diese ganzen illegale Scheiße sein will. Ich traue dieser Frau keinen Meter. Ich traue dieser Frau einfach keinen Meter. Fahr doch mal gerade. Oh, hallo? Naja, wenigstens scheint der sich nicht weh zu tun, wenn er von irgendwo runterplumpst. Das ist schon mal gut. So, ich speichere jetzt nochmal. Dann suchen wir hier mal. Ach, der Eingang ist, glaube ich, schon direkt hier vorne. Ich meine, was ich mich auch frage, warum ist die hier so abgelegen einfach? Warum? Das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist so abgelegen, so einsam und verlassen, weißt du? Hallo, Commander Shepard. Ich bin Ihnen zu großen Dank verpflichtet. Da meine einstigen Partner tot sind, ist dieses Syndikat nun mein.
Ohne sie wäre mir das nicht gelungen. Diese Männer hatten den Tod verdient. Bekommen wir jetzt ein Problem? Nicht, wenn ich es verhindern kann, Commander. Hoffentlich ist Ihnen klar, dass ich bei Weitem nicht so böse bin wie diese Männer. Unter meiner Führung wird sich diese Organisation auf das Glücksspiel und den Schmuggel mit illegaler Technologie beschränken. Für die Batarianer gibt es keine Drogen und keinen Sklavenhandel mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Ich gebe Ihnen die Chance, die Sache zu überleben. Lösen Sie diese Gang auf. Ich kann nicht fassen, dass Sie dem Beenden solcher armseligen, opferlosen Verbrechen eine derartige Bedeutung beimessen. Wenn ich diese Gang auflöse, kann ich gehen. Ich bin nicht so weit gekommen, nur um verhaftet zu werden. Ich würde eher sterben, als ins Gefängnis zu gehen. Ich würde auf jeden Fall töten, bevor ich ins Gefängnis gehe. Haben wir einen Deal?